Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von Valheim. Der Mike ist auch mit am Start. Hallo Mike. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja, wir werden nochmal versuchen, den Wolf zu zähmen. Der Mike hat mir auch ein Video geschickt, wo einer zeigt, wie das geht. Wir haben das quasi schon relativ richtig gemacht. Also wir haben nicht so viel falsch gemacht. Ich weiß, wir wollten da oben ein Portal aufbauen. Das muss ich auch mal gucken, ob ich habe ich das Material für ein Portal dabei? Haben wir da oben schon ein Portal aufgestellt? Hier im Wagen ist was für Portal. Ich bin nicht in der richtigen Position, um es zu nutzen. Naja. Zwei Cores sollten reichen, oder? So, dann nehmen wir mal das mit. Das Holz habe ich. Augen braucht man noch. Ich glaube 20 Augen. Oder waren es 10 Augen? Weil, also Den Augen. man muss in der Nähe bleiben, das haben wir uns ja schon richtig so gedacht. Portal kann ich machen, Dings kann ich auch machen, perfekt. Und man braucht wohl 5 Fleisch insgesamt für einen Wolf. Und was noch ein ganz cooler Trick war, was er da in dem Video gemacht hat, er hat auch so eine Grube gegraben, also ne, wie gesagt, wir waren auf dem richtigen Weg. Und hat dann allerdings einen Dings reingebaut. Ein. 50 Grad Dach. Genau, ein Dach, weil scheinbar, da rutscht man runter. Wir kennen das, bei dem Versuch hier zu bauen, sind wir öfters mal runtergerutscht. Die Tiere tun das auch, aber sie können da nicht mehr hoch. Das heißt, selbst wenn sie es zerstören, kommen sie da nicht raus und ja, wir sind in der Lage rauszukommen. Das heißt, das ist gar nicht mal so dumm. So wie es aussah, war das Spiel noch sehr Anfang. Also. Ja, das war definitiv early, 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 early. Also vor sämtlichen Updates, die so existieren, gefühlt. Ja, also mal gucken, ob das mit den Dächern immer noch so ist, aber ob wir gefressen werden, das werden wir dann sehen. Aber hast du auch gesehen, er hat da aber auch nicht nur Fleisch reingeworfen, sondern auch Beeren. Was? Nee, das habe ich nicht gesehen. Also, weil eigentlich fressen die nur Fleisch, zumindest mittlerweile. Der Wildschwein, komm her, wir verfüttern dich direkt an die Wölfe. Habe ich gar kein Problem mit. Also, er hatte auch definitiv noch die alte Essensleiste. Apropos Essen. Ich habe mir eine Lebensmittelvergiftung zugezogen letzte Woche, diese Woche. Ja, Sonntag waren wir im Kino. Hier der dritte Teil von Fantastische Tierwesen. Ja, war in Ordnung, ne? Und anschließend waren wir essen in einem Burgerladen, wo ich auch schon ein paar Mal war. Und war alles cool, ne? Und Dienstag Nacht um 4:30 ungefähr hat dann meine Mitbewohnerin geklopft, ob ich ihren Freund ins Krankenhaus fahren kann. So, ja, weil er ist die ganze Nacht schon am Kotzen und durchfallen. Wollte jetzt nicht scheißen sagen, aber genau das war's. Und da ist ein bisschen Blut mit drin. Also wir ins Krankenhaus mitten in der Nacht. Also morgens um 4:45. Und die, ja, nichts Schlimmes. Und anschließend wieder heim halt. Weil die haben halt nur so geguckt, ob er Tumore hat oder irgendwas, oder dass er nicht direkt stirbt. Und ich habe dann erst gedacht, gut, ich habe ein bisschen flauen Magen, vielleicht weil ich jetzt aufgewacht bin und Stress habe um die Uhrzeit, weil normal, wenn ich um die Uhrzeit aufstehe, gehe ich arbeiten, ne? Das ist kein Stress, das ist arbeiten gehen, das kennt mein Körper. Und dann habe ich auch angefangen zu kotzen und zu, ja. Es war Dienstag, heute, Freitag. Gestern Abend habe ich das erste Mal wieder feste Nahrung zu mir genommen. Auch beim Arzt. Durfte auch eine Stuhlprobe abgeben. Musste ich, glaube ich, noch nie machen in meinem Leben. Ist ganz lustig. Kriegt man so ein Teströhrchen mit, wo so ein kleines Stäbchen drin ist mit so einem kleinen Löffelchen. Und dann darfst du deine Scheiße auflöffeln. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, ne? Aber, ja. Gut abgekotzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Bin ich mal noch hallo gespannt. Wildschwein, komm her. Bin ich mal noch gespannt, ob da irgendwas rauskommt, dass da irgendwas drin ist, an. So, jetzt machen wir erstmal das Portal hier hin. So, ich hoffe, ich habe es Wolf genannt. Ja, ich habe es Wolf genannt. Perfekt, Portal steht. An Dingen, die da nicht drin sein sollten. Salmonellen, Clostridien oder irgendwas ähnliches. Das ist der Ma Ich habe gerade gedacht, wer rennt denn da vorne lang? Direkt gedacht, feindliche Spieler. Das What bin happens? ich. Ja, das ist mir dann auch Hallo. aufgefallen. So, warte mal hier. Herstellung. Ich baue jetzt mal hier eine Bank daneben. Soll ich schon mal nach dem Wolf suchen oder noch nicht? Ja, kannst du schon mal suchen. Ich baue jetzt hier kurz so zwei Dächer hin.
meine, unser Mini-Loch, ich meine, die Dächer brauchen wir eigentlich nicht, da geht es mir eigentlich nur darum, um das mal zu testen, weil ich die Idee irgendwie cool finde. Zwei mitgebracht. Ich glaube, ich bin tot. Und ich bin tot. Mann. Toll, Mike. Pass auf, da kommt zwei Wölfe auf dich zu gerannt. Oh, wenn die mich beide gleichzeitig beißen, kommt das gar nicht gut. Aha. Oh nö. Portal steht oder was? Portal steht und ich bin... Ha! Ich bin nicht tot. Er hat daneben gebissen. Du Opfer. Es war richtig beleidigend. Guck mal, Mike, ein Wolf. Also richtig abgrundtief erstmal kaputt machen. Haha, meine Blockkraft ist unbändigbar. Oh, 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 nein, 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 töte mich nicht. Ich würde gerne ein bisschen, ich muss was essen, um hier Leben zu regenerieren. Ich bin tot. Ich war noch nicht darauf vorbereitet, dass mich Wölfe angreifen, das war dumm. Da fängt ihr schon wieder mal gut an. Aber wir haben ein Portal, wir müssen nicht weit reisen, ja. Es kann sich also nur noch um... Ich hätte ihn einfach umbringen sollen. Das wäre vermutlich die einfachste Variante gewesen. Also irgendwo in der Nähe von unserem Portal rennt ein Wolf rum. Just say. Ich habe meine Sachen ja schon wieder. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh Junge, Grauzeug, nerv nicht. Jetzt bist du tot. Ich brauch dich. Ich brauch dich. Helf mir. Hilfe. Der hat am Portal auf mich gewartet. Ja, ich weiß. Warum macht er sowas? Das ist doch illegal. Ist tot. Okay. Okay. Dabei habe ich extra noch das Dings eingesetzt gehabt. So, ach, schönes Süppchen. Der Knochen war activated. Ja, den hatte ich aktiviert, weil ne, beim ersten Biss, also die beiden Wölfe haben mich gleichzeitig gebissen. Den ersten habe ich geblockt und der zweite kam halt mit 23 Damage durch. Das war schon mal nicht gut. Dann renne ich, Idiot, natürlich mit meinem Schild in der Hand weg, wodurch ich wesentlich langsamer renne. So, ich baue jetzt mal ein Dach dahin. Und ich warte so lange. Ja. Wir kriegen das hin. Natürlich kriegen wir das hin. Wenn er das hingekriegt hat, kriegen wir das auch hin. Ich kann hier nicht vernünftig ein Dach dran bauen. Vielleicht hier. Ach, wir schmeißen den einfach wieder so rein wie letztes Mal. Das mit dem Dach können wir irgendwann anders mal testen. Problem ist halt, wir dürfen halt nicht aus der Sichtweite rausgehen, ne? Aus der Aktivierungsreichweite. Aber also genau. Ich denke mal, das sollte eigentlich cool sein, solange wir hier einigermaßen in der Nähe sind. Ab rein! Komm her! Okay. Er kommt. Müssen wir ihn nur wieder so elegant da rein bouncen lassen, wie du es letztes Mal gemacht hast? Ich hab's einfach mit dem Schild und dann abgewehrt. Ja, ich weiß. Dann halt in Richtung, Ja. Ja. Tschüss, Wolf. Okay, dann werfe ich dem jetzt mal was zu fressen da rein. Ich weiß gar nicht, du hast 5 Fleisch, ne? Ich hab 8 sogar, also... Wenn wir für mich einen Wolf zähmen, dann kannst du mir nochmal 2 geben. Hier, ich hab dem jetzt 8 da reingeschmissen. Ja. Aber ne, es kann ja einer hier bleiben und der andere mehr Fleisch holen. Also das ist ja... Wir sind da ja flexibel. Das ist halt das Coole daran, dass man Spiele zu mehrfach spielen kann. Absolut. Ich meine, wir können den auch in das gleiche Loch reinstumpen, haben wir ja gelernt in dem Video. Und die sind, selbst wenn einer gezähmt ist, immer noch cool mit dem anderen. Die bringen sich nicht gegenseitig um. Ich kann hier tatsächlich nirgendwo ein fucking Strohdach anbauen. Oh, hier vielleicht. Das sieht jetzt nicht so überzeugend aus, ne?
Hundi. Achso, ich sollte vielleicht nicht hier in der Nähe randalieren, das denkt er wieder, ich mache hier Krach. So, wo ist denn der Mike? Da drüben ist der Mike. Einen zweiten Wolf. Wolfi, komm her! Hallo! Ah, ich komme mit einem anderen Wolf. Okay. Wo kommt er? Da kommt. Pass auf, denk dran, vor dem Loch, wo der Wolf drin ist, gibt's noch ein Loch. Aua. Hey Wolf, mach das doch nicht. Aua. Aua. Mann, ich hab doch ein Schild, Alter. Bei uns. Achso, willst du denn da reinschubsen? Hilfe! Yogi muss los. Ja, er verfolgt immer noch dich. Ja. Ich kann auch aktuell nicht blocken, weil mein Leben dazu nicht in der Lage ist. Wie? Mehr? Hallo? Ey! Ja. Ah, oh, fuck. er weiß, was ihm blüht. Ha, er ist drin. Perfekt. Oh. Bringen wir am besten noch Fleisch mit. Nee. Wir haben nur noch Wolfsfleisch. Hier ist Hirschfleisch, nächsten Schwanz und halt Lochsfleisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das Hirschfleisch auch was bringt. Das kann ich dir jetzt so auch nicht sagen. Also ich kann auch mal noch Hirsch reinschmeißen, weil ich habe auch noch Hirsch. Bring ich mal das andere mit. Ich habe es nicht reingeschmissen. Hä? Nicht? Ja, jetzt sind sie eh aggro. Ja, ich habe es nicht weit genug geschmissen. Ja, ich gehe ja schon weg. Ich bin ja gar nicht hier. Fress dir mal. Alles gelett. So, jetzt wird es hier natürlich dunkel. Aber wir haben zwei Würfel in der Falle. Wir sind mal wieder, ne, on point. Versuch dich mal hinzuschleichen, bitte. Oh. Was sagst du mir jetzt? Hinter dir ist ein Skelett. Warte, stopp. Renn. Ihr seid vermutlich jetzt wieder aggro, oder? Oh, der eine ist nicht aggro. Lalalalalala. Er ist nur in der Hab-8-Stellung, das ist okay. In der Hab-8-Stellung kann er essen. So, jetzt müssen wir das hier zwei Tage aktiv halten. Ich habe keine Wünschelrute dabei, also ich kann uns kein Silber suchen, was wir parallel farmen können. Okay. Ist halt die Frage, ob wir jetzt mitten in der Nacht dann anfangen wollen, Silber zu farmen. Blöd. Weil nachts spawnen ja mehr Wölfe. Also ich meine, zwei Spawnplätze haben wir belegt. Aber, ja. Können natürlich auch schönes Lagerfeuerchen machen, eine kleine Hütte bauen und erstmal ein paar Marshmallows grillen. Haben wir das Schneebiom hier eigentlich komplett erkundet? Ja, doch, das haben wir relativ komplett erkundet. Ja, danach ist aber noch so ein bisschen Grünzeug, was wir, glaube ich, nicht haben. Mich würde mal interessieren, wie groß die Area ist, in der das noch aktiv gehalten wird. Das weiß ich halt nicht. Und ob, wenn ich hier Steine abbaue, ob das dann zu laut ist. Pass. Also, dass es die Wölfe stört und die nicht mehr einfach nur gammeln und snacken. Weißt du, was das Geile ist? Das wusste ich vorher, das weiß ich jetzt auch. Wenn du auf der Karte bist und dann mit der Maus über diese so Gebiete rüber gehst, dann wird dir oben rechts auch angezeigt, was das ist. Auf der Karte bin? Das wusste ich, das habe ich gerade auch erst rausgefunden. Ja, das wusste ich so auch nicht. Also ich wusste, dass man halt sieht, was das ist. Aber klappt das auch, wenn nichts. Nee, wenn es nicht aufgedeckt ist, leider nicht. Okay. Nee, dann nicht. Schade.
Das wäre cool gewesen jetzt. Ne? Kleiner Klitsch ohne die Karte. Was ist das hier für ein Gegenangriff? Ich glaube nicht. Niemals, Krautzwerg. Alter, 118,2 Schaden. Alter. Ja, man muss den auch mal zeigen, so nicht. Du hast ihn gehauen, hast ihn dann zu mir hingeschubst und ich habe ihn dann nochmal gehauen und dann getötet. Ja, mal eine Runde Tennis gespielt. Ja. Würde ich mal sagen, kann man machen. Bisschen Holzfällen parallel. Oh, da ist ein... Vielleicht auch da rein. Da sind Rehe. Ja, Wildschwein, da bist du verwirrt, wenn um dich rum die Rehe umfallen, ne? Ich höre hier auch irgendwo einen Wolf heulen. Au, oh, Wildschwein, mach das nicht. Du bist noch in der Nähe von unseren Wölfen? Ja, ich sehe okay. Sie gerade. Ja, Wolf. Du bist nicht zur Zucht freigelassen. Die beide rumschubsen, ey. Hä? Die schubsen sich hier gegenseitig rum. Die haben aber kein rotes Dings drüber, oder? Wenn die rot sind, dann können sie nicht, dann snacken die nicht. Also die haben gerade dauerhaft gelbe Herzen. Dauerhaft. Oh, nice. Nice, nice, nice. Also mach sie nicht wütend. Ärger sie nicht. Beschmeiß sie nicht mit Stein. Ich möchte kein Hirschgeweih, ich möchte das Hirschfleisch mitnehmen. Dankeschön. Und vielleicht ist das Hirschfleisch ja sogar besser. Ich hätte noch ein bisschen Hirschfleisch und auch Wildschweinfleisch. Was ich vorbeibringen könnte. Oh, da unten ist ein Berserker. Du hast dich vermutlich geschlichen. Dann sollte ich das auch tun. Also der eine, der hier von dir aus jetzt rechts sitzt, der hat dauerhaft gelbe Herzen. Sehe ich jetzt nicht, scheiße. Der andere auch hat dauerhaft Herzen. Ich schmeiß mal noch Fleisch rein. Ich hab da mein großes Fleisch reingeworfen. Achso. Dann kümmere ich mich mal um den Berserker hier unten. Der Berserker eigentlich von den Grauzwängen jetzt das größte oder gibt es noch eine größere Version? Nö, das dürfte das größte sein. Ah! Schaffst du, oder? Ja, klar. Es hat nur gerade aufgehört. Da kommt noch ein Schamane und noch ein Grauzwerg auf mich zu. Ja. Hihi. Die sind ja tatsächlich gar kein Problem. Außer man hat keine Ausdauer mehr, dann, ne? Aber. Hier sind noch hier sind viele Wildschweine unterwegs, voll gut. Ja. So. Noch ein bisschen Fleisch einsammeln. Oh, da ist noch ein Krautzwerg. Ey, hörst du auf, unsere Hütte mit Steinen zu beschmeißen? Dafür gibt's Prügel. Und da ist noch einer. Mike, ich bin mal eine Weile unterwegs, Krautzwerge verprügeln. Ja, mach das. Ich passe ja auf die Wölfe auf. Sehr gut. Mike, der Wolfsflüsterer. Bleiben Sie bitte hier und lassen Sie sich töten. Danke. Das gilt auch für Sie, junger Berserker. Ja, heal ihn doch. Das ist unfair. Ich will auch geheilt werden. Ich sehe so von der weiten Ferne einfach nur so ein grüner Rauch. Dann gibt's halt mit dem Pfeil und Bogen ins Gesicht. So. Jetzt brennst du. Aha. Aha. Oh, jetzt kommt noch ein Skelett. Möchte auch mitprügeln. Dann wird erstmal von dem Schamanen hier angehaucht. Mit seinem Pestodem. Digga, du solltest dir mal die Zähne putzen. Das stinkt doch.
So. Jetzt ist hier mal Ruhe, ne? Ja, sehe ich auch so. Sehr gut. So. Ob wir es schaffen, dass diese Wölfe Freunde werden, also unsere Freunde, sich gegenseitig mögen sie ja schon, das sehen wir vielleicht nächste Folge. Diese Folge auf jeden Fall schon nicht mehr, weil die ist vorbei. Dementsprechend sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fehlen nur noch 21 aktuell zu 500, also reingehauen. Bleib gesund und bye bye. Tschüss.